So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich bin zurück mit dem Format eine Stunde lang. Und ihr seht schon im Hintergrund, ich habe für euch dabei Jurassic World Evolution. Und ja, Jurassic World Evolution ist natürlich ein Parkaufbauspiel, was schon ein bisschen länger draußen ist. Und ja, ich liebe Jurassic Park oder generell die Jurassic Park Filme und Dinosaurier und so weiter. Also das finde ich schon immer geil und da gibt es sehr viele in meinem Freundeskreis, die das genauso sehen. Und das ist ja, ob man jetzt Superhelden nimmt, Dinosaurier oder irgendwelche anderen Genrebereiche, gibt es ja viele Leute, die sowas mögen. Und ich bin riesengroßer Jurassic Park Fan, ich habe alle Filme gesehen. Ich habe auch den neuen Film mir angeschaut, bevor ich das Spiel dann gespielt habe, also Jurassic World, das gefallene Königreich. Und ich liebe einfach Jurassic Park und Dinos vor allem. Also das ist schon immer etwas, was ich schon immer gemocht habe. Und jetzt gibt es eben dieses Spiel schon seit längerem auf PS4, Xbox One und PC. Und ich habe mir gedacht, komm, ich schaue mir mal das Spiel an für euch. Und wir können dann in dieser einen Stunde uns eben mal anschauen, wie das Spiel so ist und was man so machen kann. Natürlich sieht man in dieser einen Stunde nicht alles vom Spiel, das ist vollkommen klar. Diese Stunde dient nur dazu, um euch einen kleinen Einblick zu bieten ins Spiel, um euch ein bisschen zu zeigen, wie das Spiel so anfängt und was man so in der ersten Stunde eben machen kann im Spiel. Und dann werden natürlich noch mehrere Videos von mir kommen, wo ich dann auf weitere Details vom Spiel eingehen werde. Es wird dann immer nach dem eine Stunde lang, kommt dann immer ein Alles-Info-Video zum Spiel, wo ich dann wirklich über alle möglichen Features des Spiels rede und was ihr von dem Spiel geboten bekommt. Aber ich möchte immer erst so mal die erste Stunde euch zeigen und euch zeigen, wie das Spiel eben funktioniert. Ja, Jurassic World Evolution ist wie gesagt ein Parkaufbauspiel. Ich liebe auch solche Spiele, nur ich finde auf PS4 gibt es leider noch viel zu wenige von diesen Spielen. Und ja, deswegen muss man jetzt aktuell eben mit Jurassic World Evolution sich zufrieden geben. Es gibt natürlich den ein oder anderen Parkaufbau-Simulator auch auf der PS4, aber die sind leider ganz schlecht. Und wir müssen einfach abwarten, dass es irgendwann vielleicht mal so etwas wie Planet Coaster, Roller Coaster auf PS4 gibt. Darauf warte ich schon ewig, dass man endlich mal so einen Parkaufbau-Simulator bekommt. Aber jetzt haben wir den eben in Jurassic Park Form. Ja, man kann jetzt hier einen Dino Park aufbauen und wer wollte nicht schon immer mal einen Park mit Dinos aufbauen, wenn es auch in spielerischer Form ist. Und wir werden uns jetzt in der ersten Stunde anschauen, wie das Spiel funktioniert. Ich werde wie immer in dem Format an drei verschiedenen Stellen dann zu euch sprechen im Spiel und dann den Rest so laufen lassen und dann schauen wir uns jetzt mal an und eröffnen den Jurassic Park. Viel Spaß! Ah, hallo. Willkommen. Ich bin Dr. Ian Malcolm. Sie haben vielleicht schon von mir gehört oder zumindest sollten Sie von mir gehört haben, jetzt, da Sie hier sind. Vor Ihnen befinden sich die Inseln, die Sie verwalten sollen, falls Sie das können. Die 5 Tode. Wären es bloß 5 geblieben? Okay, dieser Ort ist so gut wie jeder andere. Isla Matanceros. Relativ stabil. Ja, hier können Sie erste Erfahrungen sammeln. Und das sollten Sie auch, denn in den kalten Gewässern lauern große, wütende und hungrige Dinge. Und Sie sollten vorbereitet sein, bevor Sie sich dort hineinwagen. Okay, gut. Also, ich bin Cabot Finch, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Krisenmanagement und hier, um zu helfen. Beginnen Sie, indem Sie ein Hammond-Entwicklungslabor errichten. Wir haben bereits ein Gehege für Sie in Angriff genommen. Sie sollten es einfach an die Seite anbauen. Aber Vorsicht vor den Dinos! Scherz, aber trotzdem Vorsicht. Konzentrieren wir uns auf den Grund Ihrer Anwesenheit.
Eine zukünftige Dinosaurieranlage auf den Inseln, die auf Spanisch Las Cinco Muertes, die fünf Tode, heißen. Logischerweise muss es an das bereits bestehende Wege- und Stromnetz angeschlossen werden. Jetzt kommt die wahre Prüfung, das Ausbrüten eines Dinosauriers. Sie beginnen mit einem Struthiomimus. Wählen Sie das Entwicklungslabor aus und entscheiden Sie sich für eine Brutstätte. Es sind genug Genomdaten für Ihren ersten lebensfähigen Dinosaurier vorhanden. Machenschaften der Ehrgeizigen, Ausgestorbenes zum Leben erwecken, mit Naturgesetzen jonglieren. Was soll da schiefgehen? Kommen Sie, Doktor! Wir haben durch unsere Jurassic-Unternehmungen so viel erfahren und seit dem letzten Mal noch mehr in Sie investiert. Ja, Mr. Finch, ja, das letzte Mal. Es gibt immer ein letztes Mal und ein nächstes Mal. Der kostbarste Moment. Das Ergebnis von unberechenbaren Aktionen und Reaktionen, Versuchen und Fehlschlägen, genetischen Mutationen und unvorhersehbaren Kombinationen. Chaos. All das ergibt am Ende ein lebendes, atmendes, denkendes Wesen. Und jetzt übernehmen wir, Sie, diesen Vorgang. Gut gemacht, schätze ich. Der Hammond-Stiftung geht es um drei Dinge: Sicherheit, Unterhaltung und Wissenschaft. Ich habe die verschiedenen Abteilungsleiter schon gedrängt, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Sie werden Anregungen und Gelegenheiten zur Arbeit in deren Team anbieten. Wählen Sie einen Ihrer Aufträge aus. So können Sie Ihre Anlage entwickeln. Das ist Lambert, unser Sicherheitschef. Ihre, deren und meiner. Willkommen auf den Inseln. Wir stehen hier vor einer schwierigen Frage. Wir wollen unsere Tiere unter Kontrolle halten, doch gleichzeitig auch ihr instinktives Verhalten fördern, um ihr Kampfpotenzial auszuschöpfen. Hören Sie, jeder hat Angst davor, dass diese Tiere frei im Park herumlaufen, mich eingeschlossen. Aber wir können sie uns nicht zunutze machen, wenn wir nicht ein paar Risiken eingehen. Aufträge können im Kontrollraum von den Abteilungsleitern angefordert werden. Schließen Sie sie ab und erhöhen Sie Ihren Ruf und Ihre Einnahmen, um Ihren Park zu vergrößern.
Eins noch. Ihr Ruf. Haben Sie ein Auge drauf, okay? Wenn Sie innerhalb Ihrer Abteilung einen guten Ruf haben, können Sie eher von ihr profitieren. Finanziell meine ich. Aber wie im echten Leben ist das Ganze ein Balanceakt. Jede Abteilung verlangt Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie diese nicht bekommen, nehmen Sie es schnell persönlich. Gut gemacht. Natürlich ohne Sarkasmus. Außer Sie hören ganz genau hin. Was ich sagen will, durch den Abschluss von Missionen verbessern Sie Ihr Standing. Ihren Ruf, wenn Sie so wollen, bei der Sicherheitsabteilung. Dadurch wird man Sie dort mit schwierigeren Missionen betrauen. Ich bin Claire Deering. Ich war schon mal hier auf den Inseln. Auf Isla Nublar habe ich einige Fehler gemacht und versucht, Ihnen etwas Positives abzugewinnen. Ich glaube an unsere Arbeit hier. Sie muss nur ordentlich gemacht werden. Die verantwortungsvolle Verwaltung unserer Tiere und eine sichere Umgebung für unsere Besucher sind gleichermaßen wichtig. Lambert hier. Ich hätte da einen neuen Job, der Ihren Fähigkeiten entsprechen sollte. Schauen Sie sich die Sache an und sagen Sie Bescheid, wenn Sie Interesse haben. Schön, Sie dabei zu haben. Wie Sie sich vorstellen können, suchen die Tiere in den verschiedenen Einrichtungen ständig nach Schwächen in unserem Sicherheitssystem. Sie sind viel klüger und hinterlistiger, als die Leute denken. Aber ich weiß genau, wozu sie fähig sind. Deswegen teste und evaluiere ich ständig unsere Sicherheitsprotokolle und Absperrungen. Und hier kommen Sie ins Spiel. Ich muss diesem Lambert recht geben. Er sieht diese Tiere als Gelegenheit an, aber auch als Bedrohung. Sie müssen für mich DNA aus Fossilien extrahieren, um einen Dino auszubrüten, schlüpfen zu lassen und unterzubringen. Das ist die erste Projektphase. Los!
Im Forschungszentrum können Sie Ihren Park auf verschiedene Art und Weise aufpeppen. Neue Gebäude, Upgrades und mehr. Dr. Dua, das ist unser neuer Verwaltungsdirektor. Ich weiß, mit wem ich es zu tun habe, Kibbot. Ich bin Dr. Dua. Ich leite unsere Wissenschaftsabteilung. Okay, Sie müssen sich einen Ruf in der Wissenschaftsabteilung machen. Das wird nicht einfach mit mir im Nacken, aber Sie schaffen das. Sie werden sich um unsere Dinosaurier kümmern und dafür sorgen, dass sie gedeihen. Im Fossilienzentrum können Sie DNA aus Bernstein und Fossilien extrahieren, um neue Dinosaurier-Genome zu erschaffen. Aufregend. Das Expeditionsteam ist unterwegs. Was immer es findet, bringt es zur Extraktion ins Fossilienzentrum. Ihr Job ist wirklich einfach. Erschaffen Sie Dinos, die Besucher in die Anlage locken. Das bringt uns Kapital, das es uns ermöglicht, mehr Forschung zu betreiben, bessere Anlagen zu bauen und mehr Dinos zu erschaffen. Und genau darum geht es. Ein ewiger Kreislauf von Leben, Entwicklung und Rohstoff. Natur und Kommerz. Ganz einfach, oder? So, dann haben wir schon mal so die ersten 20 Minuten, haben wir schon mal ein bisschen was gebaut. Ihr habt es gesehen im Video auch bis dahin. Ja, wir haben einige Sachen gebaut. Wir haben Dinos freigelassen natürlich. Wir haben Beobachtungsposten gebaut, wo dann die Besucher vom Park natürlich die Dinos auch anschauen können. Denn das ist ja auch das Ziel von einem. Man möchte ja auch einen Park bauen, der die Besucher anlockt. Und die Besucher wollen dann ja auch die Dinosaurier sehen. Und das haben wir natürlich auch gebaut. Ihr habt gesehen, man kann wirklich in dem Spiel sehr viele Dinge machen. Man kann forschen, damit man eben die verschiedenen Fossilien erforscht, um dann neue Dinosaurier eben auch zu brüten und dann im Park freizulassen. Man muss dann natürlich auch entsprechende Gehege bauen. Das bedeutet, wenn ihr jetzt Fleischfresser oder eben andere Dinosaurier im Gehege freilassen wollt, könnt ihr das nicht einfach in dem gleichen Gehege machen mit Pflanzenfresser, denn die Fleischfresser essen Pflanzenfresser und dann werden euch die Dinos weggefressen. Also da muss man immer wieder natürlich drauf achten, und das dann
einem natürlich auch abwägen. Und ja, ihr habt es auch gesehen, man muss auf alles achten im Spiel. Ja? Man muss Stromgebäude bauen, damit Stromversorgung da ist. Man muss dann die Stromversorgung auch verbinden mit dem Haus und so weiter und so fort. Also man muss hier wirklich auf viele, viele Dinge achten. Man kann Aufträge machen für die verschiedenen Forschungsstationen und für die verschiedenen drei verschiedenen Auftragsgeber. Und dadurch schaltet man wieder neue Dinge frei. Man kann auch Upgrades für die Häuser machen und vieles mehr. Und man muss dann natürlich auch im Gehege, wenn man das Gehege gebaut hat oder zumindest Dinos reinlässt, muss man auch Futterstationen bauen und vieles mehr. Also man muss hier wirklich alles machen, was einen Park umfasst und auch auf die Dinge achten. Ja, man kann nicht einfach nur schöne Dinos reinhauen und der Park ist fertig. Nein, man muss wirklich auf alles achten. Und wir werden uns im weiteren Gameplay jetzt anschauen, was man alles noch so machen kann. Und ich werde dann wieder zur gegebenen Zeit zu euch sprechen. Und dann wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Spaß mit Jurassic World Evolution. Und dann hören wir uns natürlich später wieder, wenn ich dann wieder etwas zu sagen habe. Bis dann, Leute. Sie sollten Genome aus Fossilien extrahieren, die Sie in Ihrem Fossilienzentrum gesammelt haben. Dadurch erhöht sich die Menge an brauchbaren Daten zur Erschaffung von Dinosauriern. Thank you.
Ihre Gäste möchten ihre Dinos aus nächster Nähe bewundern. Das geht aber nicht. Bauen Sie Anlagen, um die Sichtbarkeit zu verbessern. Und sorgen Sie dafür, dass die Gäste auf der richtigen Seite des Sicherheitsglases stehen. Ich habe gerade von einem neuen Auftrag erfahren, der für die Wissenschaftsabteilung nützlich sein kann. Ich bitte Sie um Ihre Loyalität. Schließlich sind wir auch loyal. Mehr Beobachtungsgalerien geben uns die Möglichkeit, die Verhaltensweisen der Dinosaurier zu beobachten. Gute Arbeit beim Erfüllen dieses Auftrags. Ich rate Ihnen, Ihre Tiere stets ausreichend zu füttern, vor allem in Situationen wie diesen. Thank you.
Interessant. Noch ein Dinosaurier, der eine direkte Verbindung zu unseren modernen Vögeln nahelegt. Hi, ich bin Isaac. Ich habe viel Gutes über Sie gehört. Ich leite die Unterhaltungsabteilung. Was bringt die weltgrößte Show, wenn sie niemand sieht? Antworten Sie nicht, das war eine rhetorische Frage. Mit einer eindeutigen Antwort. Wir brauchen mehr Besucher im Park. Schaffen Sie mehr Leute in die Anlagen. Mehr Besucher bedeuten mehr Einnahmen, Spannung und Möglichkeiten.
So, wir haben weiter den Park verbessert. Jetzt gerade habe ich auch noch eine Ranger-Station gebaut, denn das braucht man natürlich auch. Man muss ja auch Ranger haben, die sich dann um die Dinos kümmern. Es kann zum Beispiel sein, dass euer Dino krank wird oder dass es eben stirbt. Das kann auch passieren. Also es gibt viele Möglichkeiten, die dann in Kraft treten können. Und ihr müsst dann natürlich auch die verschiedenen Stationen aufbauen. Später muss man dann auch darauf achten, dass man zum Beispiel verschiedene Essensstationen für die Menschen baut, die eben in den Park kommen. Oder Sicherheitsstationen, falls mal ein Dino ausbricht, muss man auch das bauen und so. Also man muss da auf alles achten, was einen Park eben umfasst. Und das finde ich sehr toll, denn so ein Spiel, wenn man so ein Parkaufbauspiel hat, und ich habe schon viele gespielt auf PC, dann ist es wirklich wichtig, dass so ein Spiel auch diese Dinge eben beinhaltet, dass man hier wirklich alle möglichen Aspekte hat, wo man auf alles achten muss, den Stromverbrauch, und wenn eben zu wenig Strom da ist, muss man entweder sein Stromkraftwerk upgraden oder man muss ein weiteres bauen, und alles in der Verbindung mit dem Geld, das man zur Verfügung hat, denn man darf natürlich nicht über seinen Verhältnissen bauen, also wenn man nicht genug einnimmt, kann man natürlich auch schlecht die ganzen Gebäude bauen und so weiter. Also man muss wirklich alle Dinge ein bisschen ausbalancieren, sage ich jetzt mal, dass man wirklich für alle Aspekte etwas hat. Genügend Dinos, die die Leute anlocken, genügend Sachen, die die Leute haben im Park, um dort was zu essen, um aufs Klo zu gehen und so weiter, oder im Park auch zu übernachten und so fort. Also man muss da wirklich auf jeden einzelnen Aspekt achten, und man wird aber auch richtig schön nach und nach an die einzelnen Aspekte des Spiels herangeführt mit Tutorials. Finde ich wirklich auch sehr schön gemacht. Und falls man eben noch Dinge hat, die offen sind für Fragen, kann man auch unter Hilfe alles nachlesen. Also das ist wirklich sehr schön gemacht. Und ja, wir werden uns jetzt weiterhin anschauen, was wir noch tun können im Park. Und wir werden weiterhin an unserem Park arbeiten. Und dann werde ich am Schluss vom Video, werde ich nochmal zu euch sprechen. Und dann sind wir schon wieder fast mit der Stunde fertig. Aber jetzt lassen wir erstmal noch weiter den Park aufbauen. Und dann schauen wir später nochmal, was wir bis dahin geschafft haben. Ja, bis dann, bis später. Okay.
Sie haben kürzlich gute Arbeit geleistet. Darum weiß ich, dass Sie für den Auftrag geeignet sind. Sieht so aus, als hätten Sie keinen Strom. Nicht gut. Bauen Sie mehr Kraftwerke oder erhöhen Sie die Produktion. Ich bin Owen Grady. Meine Freunde nennen mich Owen. Eigentlich nennen mich alle so. Ich habe Dinge gesehen, über die ich nicht sprechen will, aber ich fühle mich den Dinos verpflichtet. Raptoren im Speziellen. Vor allem Blue und ich haben eine besondere Verbindung. So wie Claire und ich. Aber weniger kompliziert. Strom ist etwas, das wir bei unseren Operationen nicht einfach ignorieren können. Ohne Strom sind wir antriebslos. Thank you.
keine Selfies allerdings. Fotos, auf denen sie verspeist werden, kann ich nicht verkaufen. Wobei, wenn ich so drüber nachdenke. Dieser Auftrag ist erledigt. Gute Arbeit. Interessante Gelegenheit für Sie. Durch Sie könnten wir zusammenarbeiten und Leben erschaffen. Echtes Leben. Wenn Sie Dr. Malcolm zugehört haben, wissen Sie, wie wichtig das für uns ist. Und für mich. So, da sind wir auch schon fast beim Ende von eine Stunde lang dem Format, das ich immer wieder für euch parat habe. Und dieses Mal auch, wie gesagt, mit Jurassic World Evolution. Ich finde das Spiel bisher richtig, richtig gut. Ich mag das wirklich sehr. Ich finde es toll, wie es gemacht ist. Und ihr habt auch gesehen, wir haben weitere Stromkraftwerke gebaut, um eben den Stromverbrauch auch wieder standzuhalten, den wir haben. Und dann haben wir natürlich auch noch mit den Rangern ein Foto vom Dino gemacht und so weiter. Wir können da dann auch die Fahrzeuge steuern, können dann ins Gehege fahren, können uns die Dinos anschauen. Das können wir natürlich auch bei den großen Dinos dann später machen. Wir haben Triceratops erforscht. Wir können jetzt dann auch einen Triceratops ins Gehege lassen und so weiter und so fort. Wir haben neue Futterstationen gebaut und ich finde das Spiel bisher richtig, richtig gut. Ich muss echt sagen, ich bin sehr, sehr überrascht über wie gut das Spiel gemacht ist und wie toll alles so aufgebaut ist. Auch die Sounds aus dem Spiel sind originalgetreu gemacht. Die ganzen Charaktere, die im Spiel vorkommen, kommen auch im Film vor. Der Doktor Ian Malcolm, dann die ganzen anderen Charaktere aus Jurassic World und Jurassic World, das gefallene Königreich sind dabei. Also wirklich richtig, richtig toll gemacht. Und für Jurassic Park Fans, wenn ihr auf sowas steht, ja, wenn ihr sowas mögt, wie Parkaufbauspiele oder so etwas, kann ich euch wirklich nur empfehlen, holt euch Jurassic World Evolution, spielt das Spiel auch mal und ich liebe es jetzt schon, ja. Ich bin riesen Dino-Fan und ich mag Parkaufbauspiele schon immer. Dann kam mir dann das natürlich gerade recht, dass eben Jurassic World Evolution rauskam und dann hier eben ein Parkaufbausimulator ist mit Dinosauriern. Finde ich richtig toll und kann ich euch wirklich empfehlen, das euch auch mal anzuschauen, wenn ihr Dino-Fan seid oder eben Jurassic Park-Fan. Ja, ich komme dann damit auch zum Ende. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Danke für euren Support. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Ich lasse den Rest vom Video noch auslaufen und dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit dem Rest vom Video und dann sehen wir uns natürlich wie immer im nächsten Video wieder. Bis bald. Euer Monster. Die Gelegenheit ist da. Nutzen Sie sie.